So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder mal Post bekommen, Fanpost sozusagen. Beziehungsweise habe ich letztens im Chill mit Ramses Montagstream so lange geweint, bis sich jemand dazu bereit erklärt hat, mir ein Paket zu schicken. Und das war die gute Shania, ne? AKA Jennifer Brohn. Das steht ja so immer im Stream dabei. Kann man ja ruhig so sagen. Adi ist auch schon ganz gespannt. Der hat sich jetzt schon hier auf das Paket gehangen. Der wartet nur drauf, dass wir das aufmachen. Adi, Schatz. Ja, du musst aber jetzt mal da runter, wenn ich das aufmachen will. Aber bevor wir zu dem riesigen Riesenpaket kommen, habe ich hier unten drunter noch was Kleines. Und zwar haben wir hier einmal von Amazon was bekommen. Das machen wir jetzt auch noch auf, denn das habe ich auch nicht bestellt. Das hat die gute Veronika für mich bestellt. Und da werden wir euch mal zeigen, was da drin ist. Das ist nämlich ein Film. Und zwar der hier. Was ist denn? Das ist ein Film. Das ist nichts zum Essen. Ja, gut, dann reib dich halt an der Hülle rum. Das ist Michael Ealy, Megan Good und Dennis Quaid in The Intruder. Lass ihn nicht rein, ja? The Intruder. Wenn ihr da hinten mal drauf guckt, das sieht auf jeden Fall richtig gefährlich, richtig böse auf. Den habe ich auf Netflix letztens entdeckt, habe den mit Pupsi geguckt, fand den richtig gut. Dann habe ich den nächsten Tag nochmal mit dem Muttertier geguckt, fand den immer noch so richtig gut, dass ich gefragt habe, ob die Veronika mir den vielleicht bei Amazon Prime mal bestellen kann, dass ich die Versandkosten spare. Wollte ihr das Geld geben und sie hat gesagt, den Film schenke ich dir, Ramses, ne? Danke an Veronika auf jeden Fall, dass sie mir den Film geschickt hat und geschenkt hat. Fand ich auf jeden Fall richtig cool. Wenn ihr den nicht kennt, guckt den euch ruhig mal an. Schreibt dann mal rein, was ihr davon haltet, wie ihr den fandet. Ich fand den schauspielerisch vom Dennis Quaid so genial. So ein Psycho. Den legen wir jetzt aber zur Seite. Der muss in die Sammlung. Hammer, da machst du dir halt noch bequemer. Was bist du denn hier so heftig am Chillen? Normalerweise liegst du immer da in dem Waschbecken. Willst du dich nicht rüberlegen, Adi? Ich muss jetzt hier ran. Adi, ich muss da ran. Du musst rüber. Ich muss da ran. Ich glaube, der Adi fühlt sich belästigt. Wir müssen ihn trotzdem aber jetzt mal da wegschieben, denn wir haben ein riesen fettes Paket von der Jennifer Brohn bekommen. Da steht sogar drauf: Vorsicht, Gras! Adi, los! Ins Waschbecken! Ich helfe dir doch nur, dass du trotzdem noch was siehst und nicht ganz weg bist. Jetzt muss ich hier nur gucken, wie wir das machen. Ich muss es nämlich jetzt hier am Rand einmal auf mit der Schere hier durch. Und dann mit der Schere hier durch. Und dann geht es nicht weiter. Was ist denn hier schon wieder? Wer macht denn sowas? Gut, ich weiß, wer sowas macht. Aber die haben nicht mit mir gerechnet. So, jetzt ist es durch. Jetzt müssen wir nur noch hier gucken, dass wir das hier de längs so aufmachen. So, Adi, jetzt fall nicht runter. Es geht tief. Jetzt schieben wir das mal hier auf. Das machen wir mal in die Richtung auf. Dann können wir das noch nach da. Oh. So, dann einmal hier drüben. Der Adi klaut schon wieder die komischen Styropornudeln, keine Ahnung. Wir stellen das mal kurz runter. Jetzt steht es im Katzenklo drin. Adi, Adi Schatz, Adi, Adi, nein. Der frisst die Sch jetzt nicht mehr. Adi, oh Mann. Styropornudeln aus dem Adi rausgefischt. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Jetzt haben wir die da hingelegt. Er ist ganz gierig nach den Styropornudeln und sieht gar nicht, dass hier noch viel mehr sind. Guck doch mal, wie gierig der ist. Der beißt da rein, das hängt sich dann oben bei ihm an den Gaumen und dann steht er da und guckt wie so ein Alien, weil es nicht weitergeht. Aber Adi, siehst du denn nicht, dass hier so viel ist zum Spielen? Guck doch mal, wenn wir das hier aufmachen und du vielleicht an den Rand darüber gehst. Adi!
So, wir tun die Knisterfolie mal hier oben rein. Jetzt gucken wir mal, was wir hier Feines haben. Wir haben hier ein Schild, ja. Ein How to order beer around the world. Da steht alles drauf. Ein Bier bitte, German. Ja, das kennt man ja, ne. Ihr könnt demnächst einfach sagen, a beer please, ne. Wenn ich wieder mal beim Chinamann essen gehe oder irgendwas anderes. Da stehen auf jeden Fall alle Sachen drauf, wie man ein Bier bestellt. Das muss ich mir irgendwo im Stream hinten hinhängen, dass die Leute das immer sehen. Dann haben wir hier Hello my cat, Katzensticks. Und ich glaube, wenn der Adi davon was isst, ist das bestimmt besser, als wenn er diese Styropornudeln frisst. Dann haben wir nochmal Katzensticks von gut und günstig. Wir haben hier Katzensticks von gut und günstig. Lass jetzt die Nudeln da. Es sind alles natürlich verschiedene Sorten. 10er Mix, wunderbar. Pack mal auch hier hoch. Was haben wir hier noch? Best Nature Premium Snack. Pack mal auch noch hier hoch. Und noch eine Tüte. Und die packen wir auch noch hoch. Ist ein lustiges kleines Bällebad, könnte man denken. Ach Adi, das ist eklig. Jetzt klebt alles wie sonst was. Wir wollen mal kurz dem Adi vielleicht hier so einen Snack rauspacken, dass der da was anderes kriegt als die Dinger da, die er da hat. So, und jetzt mal gucken. Adi, guck mal. Beiß mal ab. Abbeißen. Abkauen. Nein, jetzt ist es in die Dings hier. Dann nimm halt die Stange mit. Nimm die Stange mit, tu dir keinen Zwang an. Hier hast du noch einen Rest, den werfe ich dir noch hinterher. Da hast du erstmal was zu essen. Solange packen wir die jetzt wieder fort und gucken mal hier rein. Oh mein Gott, wie soll ich das denn? Wie soll ich denn hier was rauskriegen? Ja? Da ist jetzt hier eine Flasche Bier. Die kann man irgendwie so jetzt nehmen und dann auseinanderrollen. Das ist auf jeden Fall mega gut verpackt. Hier haben wir Neuser Schützenbräu. Das stellen wir jetzt mal schnell hier unten hin. Das tun wir wieder weg. Hier hoch nämlich, greifen wieder rein, beziehungsweise wir nehmen uns hier hinten mal den Zippel. Da sehen wir nämlich das nächste. Ja, rollen das jetzt hier aus und haben noch ein Neuser Schützenbräu. Neuser Bürger Schützenfest, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Das hat 4,9, ist auch in so einer Bügelflasche. Pack mal auch jetzt hier oben hin, damit er sein Essen nicht mehr findet. Das Zeug fliegt eh alles raus, also eigentlich ist egal, was wir machen. Es verteilt sich überall. Haben hier noch eine Folie drum, haben hier noch eine Folie, haben noch ein Neuser Schützenbräu. Wer hätte es gedacht, das dritte ist schnell weg. Das Video geht viel zu lang. Ach Adi, tob dich aus, schüttel deinen Speck, schüttel dein Bein. Hier haben wir ein, pass auf, darauf kommt ihr nie, ein Neuser Schützenbräu. Das ist das vierte. Das packen wir jetzt auch wieder hier hoch. Wir wühlen weiter in dem Karton rum. Das sieht anders aus. Da ist jetzt eine Salami drin. Guck, deswegen ist sie so schon schön gut abgepackt. Das ist ein Gaffel. Gaffel Kölsch. Kölsch ist Bier von der Privatbrauerei Gaffel Bäcker. Also ein Gaffel Kölsch seit 1908 mit 4,8 Promille. Und nehmen wir das Papier auch noch, tun das weg. Greifen wieder hier rein. Das ist bestimmt jetzt auch eine Dose, wenn das gleich eingepackt ist. Ist aber kein Gaffel, sondern ein Frühkölsch. Frühkölsch in der Pommes-Schranke hier, rot-weiß. Frühkölsch mit 4,8 Promille. Dann haben wir hier drüben, sehe ich schon, da ist Papier. Da ist wohl schon was ausgepackt. Adi, was hast du denn da wieder gemacht? Da ist ja nur noch Papier drin, weil fliegt alles im Katzenklo rum. Wo guckst du denn hin? Was ist denn? Hier, guck dir das an, Adi. Da ist bestimmt noch hier eine schöne Dose. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie
mag ich in letzter Zeit Dosenbier einfach mehr als normales Flaschenbier. Reisdorf Kölsch, also noch ein Kölsch mit 4,8. Reisdorf, das ist sehr gut. Hier kann ich wenigstens zwei Bügelflaschen und nochmal zwei Bügelflaschen trinken, weil das ja immer so zusammengehörend sein muss. So, da ist wieder Papier. Da ist Papier. Da ist Papier. Hier vorne haben wir noch was, und zwar Papier. Hier eine Flasche. Adi, du musst mir helfen. Ich krieg's nicht. Nein. So, noch ein Frühkölsch. Das würde für mich bedeuten, die hat bestimmt immer Zweierpacks reingepackt. Wenn wir jetzt ein Frühkölsch haben, haben wir bestimmt dann auch noch so ein Reisdorf und auch noch so ein Gaffel. Wir müssen es nur finden. Und hier haben wir wieder so Luftpolsterzeug. Das kommt auch wieder hinter. Dann können wir hier wieder weiter drücken. Da ist noch mehr Pappe. Hier noch mehr Pappe. Noch mehr Pappe. Hier ist Pappe. Also keine Pappe, das ist was anderes. Hier haben wir das Gaffel, genau, das zweite Gaffel-Kölsch gefunden. Ey, das wird immer spannender. Das ist auch wieder Papier. Papier. Das müsste, also wenn das jetzt das letzte ist, dann kann das nur noch das Reis, Reis. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber den sehen wir ja gleich. Genau, das Reisdorf Kölsch, das zweite. Jetzt kann es sein, dass das alles war oder dass noch genau zwei andere Sachen versteckt sind. Wir müssen uns hier durch den Rest mal noch durchwühlen. Papp, Folie, Papp, nochmal Papp, Papp, hier ist Papp. Adi, guck hier, Papp. Adi macht den Papp wieder zurück und Folie dabei. Das fühlt sich gut an. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr drin. Wir wühlen aber trotzdem alles durch, damit wir wirklich jedes Papier draußen haben. Noch nie so eine geile Verpackung gesehen. Adi, was sagst du dazu? Ist das eine Scherlisch, ne? Willst du noch mal rein ins Bällebad? Mittlerweile hat er auch aufgehört, die Dinger zu fressen. Aber hat Spaß damit. So, stelle ich euch wieder hier hin. Würde sagen, danke an die Jenaya. Jetzt habe ich zwei Reisdorf für Montag. Dann habe ich zwei Frühkölsch für Montag. Ich habe zwei Gaffelkölsch für Montag. Und ich habe jeweils zwei Neusser Schützenbräu für Montag. Und der Adi hat auch was, denn der hat so viel bekommen, das ist jetzt alles im Waschbecken. Hier sieht's aus, das Waschbecken ist überflutet, die Toilette von ihm ist überflutet, unter dem Waschbecken ist es überflutet. Hier ist noch der ganze Karton, das finde ich so herrlich. Ich glaube, das kannst du gar nicht wegschmeißen, das musst du aufheben. Das ist so schön, heb das bitte auf. Los, Adi, rein! Gut, Adi ist draußen. Leckt an seinem Po. Dann war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und danke an alle, die mir immer fleißig irgendwelche Sachen schicken. Danke an Veronika. Danke an Jennifer. Danke an euch. Peace out. Vorhaut. Euer... Jetzt wollt ihr doch wieder reinkriegen. Jetzt hat er wieder so ein Ding geklaut. Adi, nein! Adi, aus! Okay, hat's abgelegt. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses.